Der Flammendämon. Bossakt. Bossakt. Hämmere zu Beginn einer Teamparade auf X ein, wer die meisten gewinnt. Ach. Es brennt. Sie wissen ja gar nicht, was das Wort bedeutet. Noch nicht. Oh Gott, was geschieht denn mit ihm, Sir? Er bekommt nur das, was er wollte, würde ich sagen. Oder er sieht nicht so gut aus. Aber du hast recht, er ist größer. Und er hat einen Hut auf. Und er hat einen Hut auf. Das macht ihn automatisch in diesem Spiel irgendwie zu was Besonderem. Oh Gott, wieder das Spiel. Ganz ehrlich, ich habe ein Level-Up. Einfach nur auf den Großen. Nein, nicht wieder Baseball oder Golden oder was auch immer das sein soll. Baseball-Golf. Ich weiß es nicht. Von der Pose her hat es halt so ein bisschen was von Golf, aber dann geht es so ein bisschen in den Abschlag von Baseball. Deswegen kann ich mich da nicht so ganz entscheiden. Ich sehe mich übrigens wieder nicht. Aber ich glaube, das muss man inzwischen nicht mal mehr erwähnen. Attacke. Was macht er da mit mir und was soll das? Alter. Ach, hör auf mit dem Geschnipse, du Arschloch. Das macht das Ganze nur umständlicher. Danke. So. So. Ich habe auch meinen Balken voll. Irgendwie. Noch oh. Nicht. Gut. Hui. Gut. Oh, bitte nicht. Oh ja, okay, das kannst du weitermachen. Oh, bitte nicht. Oh Gott. Oh, bitte nicht. Oh, Mama. Oh, hui. Was? Was? Wo bin ich? Aktivieren. Okay. Holy. Wow. Das. Oh. Das hat. Okay. Das hat trotzdem ganz gut geholfen, würde ich mal behaupten wollen. Ja. Ah. Ich versuche gerade noch zu. Ah. Oh, neue Attacke. Ja, aber ich glaube, das ist ungefähr klar, was er tut. Ja. Ich versuche immer noch so ungefähr zu erkennen, wann er den Kreis macht. Das ist mir noch nicht ganz klar geworden. Ich glaube, ich habe es eben so ein bisschen gesehen. Jetzt. Nee. Aber er lädt auf jeden Fall ziemlich lange auf. Ja, aber ich weiß nicht wirklich, was es ist unter seinen Bewegungen. Er hält einiges auflädt. Aber es ist egal. Es ist sowas von egal. RIP, Kollege. RIP. RIP. RIP ist es. Das ist so doof. Flop. Oh, eine Taschenuhr. Die hätte auch noch Sinn ergeben, ja? Pünktchen. Das ist eine Taschenuhr. Was ist hier los, Sir? Pünktchen. Sir? Es waren Botschaften von jenseits der Höllenpforte. Da war ich mir nun sicher. So wie ein Schiffbrüchiger eine Flaschenpost aufs Meer hinausschicken würde, so war mein Vater mit seinen kostbaren Habseligkeiten verfahren. Übrigens war die Taschenuhr auf ein bestimmtes Datum eingestellt. Den 4. November 1911. Heute Abend. Oh. Okay. Mensch, was ein Zufall. Es ist doch Sweepy, siehst du? Es ist nicht Sweepy. Lass Sweepy da raus. Wir unterbrechen das Programm. Okay. Tun wir aber nicht hier. Nö. Sagen, wir machen einfach weiter. 200er-Kombo. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Wir machen einfach Gegner kaputt. Drei Dinge sind nötig, um eine Höllenpforte zu öffnen. Der Ort, er wurde von den Symbolen auf dem Stock meines Vaters gekennzeichnet. Einige Quadratmeilen in London. Und praktischerweise steht dieses Theater dort. Okay. Was für ein Zufall. Die Zeit hat uns die Taschenuhr verraten. Der Wille sollte sich als schwieriger erweisen. Ich brauchte einen Kult. Eine Gruppe von Anhängern, die sich freiwillig in Gefahr begeben. Die verstehen, was auf dem Spiel steht. Die glauben. Ich hoffe, jetzt habe ich eine. Okay, es ist an der Zeit, Sir. Ha.
Let's go. Konzentrieren Sie sich, oder dies wird eine Reise ohne Wiederkehr. Für alle von uns. Oh, hi. Ich weiß nicht, wie lange die Pforte halten wird. Wir sollten Ihren Vater dann besser schnell finden, Sir. In der Tat. Das ist also die Hölle? Solange die Höllenpforte offen steht, liegt es irgendwo dazwischen. Schaffe eine 200er. Nein, danke. Ich verzichte. Ja, ist vielleicht besser, wenn wir das einfach mal ignorieren. Ja. Gekonnt. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Was ist das für ein Riesending da hinten? Ich habe keine Ahnung. Das verstört mich halt schon. Ein wenig. Na komm. So, die beiden hier hab ich ganz gut unter Kontrolle. Zack, zack. Womp. Huch. Achso. Hui. Womp, womp. Tiefer in die Hölle. Okay. Und da ist dunkel. Die Monster aus dem Off oder sowas. Genau. Tack, tack, tack. Wupp. Und, naja, nee, bringt nichts. Okay. Na komm schon. Danke, 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 danke. Wupp. Aber es geht den Leuten noch gut. Die finden das voll geil. Die finden das offensichtlich ziemlich cool, dass wir hier einfach nochmal die Pforten zur Hölle geöffnet haben. Sie machen tatsächlich Laola-Wellen übrigens. Ich seh's gerade. Jetzt habe ich auch eine gesehen. Was auch immer die Scheinwerfer. Oh, okay. Ja. Das ist passiert. Au, au, au. Au, 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 au. Weg da, weg da, weg da. Ugh. Tu es bitte nicht. Du wirst es nur bereuen. Er ist tot. Ich sehe, habe jetzt auch endlich verstanden, woran man merkt, dass sie tot sind. Okay. Die haben eine andere Flugkurve, wenn man den letzten Hit macht. So. Oh. Das ist echt nichts, worauf man achten würde. Ich wollte es gerade sagen. Aber die fliegen halt so ein bisschen. Ich suche gerade einen Vergleich. Ja. Die Flugkurve von den komischen Feuersteinchen aus Super Mario Galaxy, wenn man die löscht. So ungefähr fliegen die weg. Das ist ein doofer Vergleich. Ja. Aber das ist das Treffendste, was ich gerade finde. Das ist übrigens meins. Geh weg. Oha. Okay. Was tut ihr da mit den Statisten? Steckt euch doch nicht nebeneinander, so zieht ihr nur noch mehr Leute an. Da ist gerade ein toter Statist vorbeigeflogen bei mir. Ja, ist passiert. Okay. Ein bisschen Oh, das ist hier der letzte. Hinterher. Steckst dich auf. Nein! Nein! Er lebt noch. Gut. Feuert ihr schon wieder mich an? Ja, natürlich. Das wundert mich nicht. Übrigens, da hinten sind riesige Bowser-Hände gewesen. Da, im Hintergrund ist Sweepy mit einer 3D-Brille. Und Popcorn. Oh, mein Süßte. Sweepy. Sweepy, please. Er ist der Teufel. Oder er hat uns einfach verraten. Ja. Hat seine Seele verkauft. Vielleicht ist Sweepy aber auch der Vater. Ja, das kann sein. Nein, oder? Nein. Gut. Aber sowas ist halt das komplette Spiel, der Humor. Also, Sweepy.
Gott, verdammt. Mit 3D-Brille. Hölle. Ja, ich möchte nochmal anmerken, 1911. Ja. Du hast mir gerade meinen Gegner weggemobbt. Entschuldigung. Wollte ich mir gerade krabbeln. Huch, was mache ich denn hier? Was gibt's denn da? Ja, mach du mal. Du schaffst es. Au. Du machst es super. Du machst es super. So. Yeah, 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 yeah. Hey, hey. Was passiert eigentlich, wenn man den durchzieht? Hui! Das passiert. Ja, das passiert manchmal. Ich fliege dann gerne mal ein bisschen rum. Oh! Das ist. War, glaube ich. Also, ich glaube, der am Ende zuschlägt, ist dann der in Anführungsstrichen Gewinner. Ja, richtig. Der am meisten gemasht hat. Okay. Dann war das meine. Okay, nur dass ich einmal verstanden habe. Eigentlich war das eine kleine Herausforderung, aber okay. Oh, jetzt ist Sweepy weg. Etwas stimmt nicht. So. Wir sollten nicht suchen müssen. Nicht, wenn die Koordinaten stimmen. Uns läuft die Zeit davon, Sir. Es ist ein Trick. Und es wird Zeit, dem ein Ende zu bereiten. Der letzte Akt, Mr. Scampwick. Oh. Das grande Finale, ja? Ja, so ziemlich. Ich bin der Star. Du bist jetzt der Star. Ja. Ja, nein. Nein. Also die Herausforderungen müssen echt nicht mehr sein. Der Dämonenkönig. Ich sag immer noch, es ist Sweepy. Es ist nicht Sweepy. Es kann nur Sweepy sein. Nein, es kann nicht Sweepy sein. Einzige Möglichkeit, Sweepy. Nein, ich weigere mich. Finden wir es raus? Ja. Gut. Drehangriff? Was? Mit RT und X. Dr. Wily. Sebastian! Mein Gott, du bist hier? Natürlich. Irgendwelche Ideen, Sir? Wir dürfen nicht versagen, oder alles, was wir kennen, ist verloren. Es war eher ein düsterer Hinweis auf die möglichen Folgen. Oh. Das ist definitiv nicht Sweepy. Nee. Das ist der Dämon, der den größten Jäger aller Zeiten besiegt hat, Scampwick. Aber dieses Mal werden sie wohl das Zünglein an der Waage sein. Oh, oh. Okay. Was darf er... Oh. Was davon kann man denn überhaupt... Ah, die Hände. Ah. Und vertauscht. Er dreht auch die Steuerung um. Ja, solange die eine Hand... Oh, da. Ah. Ah. Irgendwie verliert er auch keine HP. Haben wir eben noch gesagt, das ist ein bisschen einfach, das Spiel? Ja. Ich nehme das gerade mal zurück. Ja. Tut mir leid. Oh, er hat eine Hand verloren. Hat er sie verloren oder hat er sie einfach hochgenommen? Nee, sie ist weg. Oh, sie ist weg, okay. Oh. Mit HP. Mit HP, wir haben ein Problem. Ja. Jetzt müssen wir auf 2 kommen. Ah, oh, dieser Arsch. Ah, oh, das Drehen ist scheußlich. Ich mach die hier kaputt. Okay, die zweite Hand ist auch weg. Sollten wir mal ein bisschen aufladen hier. Das wäre vielleicht auch keine Idee, keine schlechte Idee, das Special einzusetzen, sobald wir es beide haben. Also los? Ja. Ich sehe mich leider nicht. Ich stehe. Ich kann es nicht einsetzen? Hä? Ich war eben voll. Dann ist es meins gewesen. Ach! Jetzt erst gesehen. Also man drückt B und dann X'en. In der Form, okay. Dreadlaser. What?
neue vor. Okay, also jetzt kommen neue Angriffe dazu. Oh, wird das chaotisch. Ah, meinst du, es wird chaotisch, ja? Ja, so ein bisschen. Jetzt ist deiner voll. Sicher, das hat er eben geleuchtet. Ui. Übrigens zum Aufladen auf jeden Fall das X'en hier nehmen. Es gibt ganz gut was, das hätte ich halt nebenher handeln irgendwie. Oder mir Mühe geben, es irgendwie zu versuchen. Komm her. Danke. Oh Gott. Vielleicht hätten wir erst die untere zu Ende machen sollen. Ja, jetzt haben wir die obere fertig. So. Oh, welche lebt noch? Lebt noch irgendwas? Ja, die Kleinen. Was? Ja, und er. Wer bin ich denn? So. Oh Gott, wie viel hält der aus, bitte? What the fuck? Das hört nicht mehr auf. Ui. Ich bin noch rechtzeitig ausgewichen. Oh, wo bin ich? Oh, ich war im Laser drin, okay. Ja. Ah, I'm the best. Autsch. Ja. Oh, ja, genau, dreh jetzt die Steuerung um. Gute Idee. Das war ein bisschen gemein. Ach. Eieieiei. So, Hilfe. Super Timing. Super Timing. Echt großartiges, tolles Timing. Gut, er hat bei mir den Falschen anvisiert. Okay, kein Problem. Bei mir hat er irgendwie noch HP-Leiste. Das irritiert mich jetzt. Ja. Ui. Zu schwer. Kann nicht halten. Halten Sie durch, Sir. Halten. Halten Sie. Halten Sie einfach mal durch. Ha! Klatsch, klatsch. Scampwick, ich. Sie haben es geschafft, Sir. Zur Hölle und wieder zurück. Sebastian, was ist das alles? Ich glaube, es wurde als die größte Schau der Welt angepriesen. Mr. Scampwick, wie beendet man eine Vorführung normalerweise? Ha! Wir verbeugen uns, Sir. Verbeugen Sie sich einfach. Wupp. Sehr schön. Makabre Mimen. Hey! Dein Chorpartner. Danke. Jo. Jo. Okay, ich hätte jetzt noch mit sowas wie Credits gerechnet. Zum Beispiel. Okay. Okay. Gut. Das war ein Credits. Plötzliches Ende. Denkt euch hier Credits. Genau. Was man vielleicht noch kurz erklären könnte, ich bin mal rausgegangen. Ja. Das hier sind diese Seiten, die ganze Zeit erzählt wurden, die man freischaltet. Das ist jetzt jede Menge Plot und Zeugs und Erklärung. Und das gibt's halt überall. Und wenn euch das interessiert, dann gibt's einen ganz simplen Trick, der nennt sich das Spiel holen. Und spielen. Und spielen. Das ist halt Level Up, so okay. Ja. Aber an sich muss ich sagen, ein großartiges Sidescrolling Beat'em'up. Richtig, auf jeden Fall. War ein wenig unübersichtlich, aber das passt. Ja, ist halt simpel zu beheben, aber nö. Ein paar Pfeile. Pfeile, genau. Pfeile wären echt gut. Ich mag Pfeile. Naja, aber ansonsten echt cool. Vor allem der Artstyle ist super und der Humor ist klasse. Und der Humor ist letztendlich das, was so ein Spiel inzwischen leider nur noch treibt. Ja. Auch wenn es eigentlich schade ist, weil es ein tolles Genre ist.
Und ich finde es schade, dass Sweepy nicht der letzte Endboss war. Vielleicht mit dem DLC. Genau, dem Sweepy DLC. Ah, oh, wie kann man so auf diesen Nebencharakter versessen sein? Hast du gesehen, was der alles gemacht hat? Der hat den sogar ihr Skript vorgelesen. Der hat sauber gemacht. Und der hat sauber gemacht. Und der hat geschaut, dass die Technik stimmt. Der hat Kaffeepause gemacht. Und dann hat er gefaulenz und Popcorn mit einer 3D-Brille. Hat ich auch mal eine Pause verdient. Ich würde aber sagen, das war's dann offiziell mit Foul Play. Jo. Jo. Letzte Worte von dir? Nee, hab ich nicht. Sind geradeaus. Danke ich wie immer fürs Zusehen. Man sieht sich beim nächsten Mal mit mehr, mit was anderem. Bis dahin und tschö, tschö. Ciao.